Die Mitarbeiter, die heute früh als erstes kamen, haben den Anschlag festgestellt und betroffen sind mehrere Scheiben, drei Fensterscheiben sind beschädigt worden, zerschlagen worden und die Fassade ist mit Farbe beschmiert. Ja, das ist Sicherheitsknast. Also da ist schon jemand mit sehr viel Gewalt und mit Wucht vorgegangen. Es muss auch ein größerer, schwerer Gegenstand gewesen sein. Also aktuell können wir diesen Anschlag nicht bewerten. Es gibt kein Bekennerschreiben, es gibt keine Botschaften, die mit dem Anschlag verbunden sind. Wir können nur feststellen, dass es einen Anschlag gab. Also für mich war klar, dass ich schnell hier hochkomme, erstens mir ein Bild mache und zweitens damit deutlich ein Zeichen setze, dass solche Anschläge auf unsere Landeszentrale für politische Bildung nicht dazu führen dürfen, dass die politische Auseinandersetzung zurückgefahren wird. Diese Auseinandersetzung muss eben verbal stattfinden und darf nicht mit Steinen oder Farbbeuteln durchgeführt werden.